Komm hoch. Ja. Passt. Alles sicher. Hm, dann schwimmen wir wieder nach unten. So. So, hier müssen wir reingehen, um den Wasserstand dann wieder ganz nach unten zu bringen. Also hier wieder nach oben, ne? Nach oben! Wie gechillt er einfach hochsteigt, ey. In einer fließenden Bewegung. Hier gehen wir übrigens auch noch rein. Das machen wir dann, wenn wir dann den Wasserstand auf der zweiten Ebene haben. Aber erstmal müssen wir ihn auf Ebene 1 bringen. So. Wunderbar, hat geklappt. Und da sinkt das Wasser wieder runter. Wie geplant, wie gehabt. Naja, hier ging es ja nicht weiter, stimmt. Aber das Ding, und ich frage mich, ob was passiert hier so, bitte auch. Nein, das wird leider nicht. So, dann können wir wieder in die Mitte gehen. Mitte. Und dann wird nach oben und dann tun wir da auch wieder den Wasserstand erhöhen. Ich hoffe, das klappt vom Hochziehen her. Ah, sehr gut. Dann spielen wir das nicht gleich wieder. Alter, ich hab doch gespielt. Es kommt wieder davon, was viel zu hektisch ist und dann einfach spielen will, da kommt nur raus. Na, ist nicht gut. Nee. Man sollte schon die richtigen Töne treffen. Also jetzt müssen wir jetzt nicht nach unten, ne? Jetzt habe ich das Projekt nur gemacht, damit ich da nach unten wieder gehen kann, damit wir den Mittelding holen können, ne? Dass diese komische die Wand mit dem Riss da drin, ne? So, ab. Aua, Alter, da werde ich gleich mal angegriffen. Im Sinkflug sozusagen. Ich habe da. Achso, ja, natürlich visiert er den an. Das ist natürlich total sinnvoll. Wir sind hier bei dem Gegner an, der da 10 Meter weiter drüben steht. Aber nee, passt schon, hast recht. Ist ja nur dein. Sind ja nur deine Härte, die du aufs Spiel setzt, ne? So, dann laufen wir durch den Gang. Und dann wieder nach oben. Eigentlich sollte man ja fast einen Zähler mit reinschneiden. Dann zählt, wie oft man die Stiefel gewechselt hat. Ach, schön, ey. Ah, ich hoffe, da drin ist jetzt ein Schlüssel, weil dann können wir wieder nach oben gehen eigentlich. Scheint auf jeden Fall ein kleiner Schlüssel zu sein. Und? Jawohl, habe ich recht. Gut. Da fällt eine flotte Tür. Nach unten. Ach ja, schön. Jawohl, dann direkt auf der Fackel. Ich freue mich, wenn die Fackel dann immer wieder anzündet, wenn der Wasserstand ganz unten ist. Weil die sind ja immer an, die Fackeln. Ich frage mich, wer dafür verantwortlich ist. Ich meine, es müssen doch Angestellte hier arbeiten, oder? Ich meine, man spielt ein Lied irgendwo und dann sinkt der Wasserstand. Oh nein, so ein Zufall. Ach, die folgen mir, die können ja schweben. Oh, Alter. Suizidspinnen. Ja, jetzt müssen wir wieder wissen. Ja, müsste man wissen, ne? Schon hier rein, ja. Hier rein. Müsste richtig sein hier. Genau. Ach, ich höre schon wieder das Ding herumhüpfen. Der sieht schwer aus. Das glaube ich, das ist jetzt wahr.
Ja, Alter. Wow. Nein. Wow, was ist jetzt los? Boah. Ja, was gerade passiert ist, ich lebe noch. Ja, okay. Er ist jetzt verloren mit der Aktion, aber okay, wir leben noch. So, dann werde ich wieder den Wasserstand ganz hoch setzen. Und ich trinke kurz was. Einen Schluck. Sehr gut, sehr gut. Ja. So, jetzt ist es hochgefahren und wir können es wieder da. Ja. Oh. Hallo Spinni. Spinni. Ich glaube, wir sind da lange nicht weitergekommen, sind wegen dem Schlüssel. Und der, das Ding ist auch cool, der Raum hier. Ziemlich tolle Idee. Da können wir einfach runterhüpfen, denn da sind so Plattformen. Da hier, die fällt immer hoch und runter. Und da müssen wir zum Beispiel jetzt hochschießen. Also mit dem Fanghaken ist es alles nicht so einfach. Vor allem, oh, Alter, nein! Oh. Ja, ich glaube, das wird nicht mehr. Ich glaube, da fahren wir jetzt runter. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also man muss halt die Schwierigkeit hierbei ist, dass man jetzt in den richtigen Tempo machen muss. Aber ich hatte ja mit der Steuerung Probleme, deswegen habe ich nochmal anvisiert, obwohl ich nicht anvisieren wollte. Und ja, ja, tut mir leid, ich versuche es gleich nochmal. So. Oh, ja, genau. Ja, die blöde Steuerung auch invertiert ist. Okay, wir warten auf die Plattform. Bitte, geh. Nein. Oder doch? Nein. Stellen wir ein bisschen weiter hier rein. Jetzt sind wir die Plattform. Komm. Ah, wir fahren da hoch. Blöd. Wenn wir hochfahren, jetzt kriegen wir durch kein Ding mit dem Fanghaken. So, jetzt aber die visieren wir an. Den nehmen wir die Plattform hier. Ja. So. So, jetzt müssen wir schnell gehen. So. Natürlich mega schnell, was ich hier mache. Oh. Ach, ist jetzt hier praktisch so der Effekt, wenn man versucht, Rolltreppen in die gegensätzliche Richtung nach oben zu laufen. Ist genauso ätzend. Aber spielt technisch eigentlich ganz cool. Also ich finde es immer cool, eigentlich. Und da können wir auch das letzte Ding nehmen, das dann. Jawohl, passt. Wunderbar. Und da können wir den Schlüssel einfügen, den wir da gemacht haben. Und was ist hier? Warte, jetzt muss ich kurz ganz so schauen. Alter, ich kann da oben nicht hinschauen. Also ich hoffe, wir brauchen jetzt hier oben keinen Schlüssel. Also ich weiß gerade nicht, wie Schlüssel. Ah, brauche ich noch einen Schlüssel? Ich will jetzt nicht den ganzen Raum hier umsonst machen. Nur damit ich dann herausfinde, dass ich den Schlüssel noch brauche. Hm. Ich weiß es nicht, ey. Ich weiß es nicht. Egal, finden wir es heraus. Wurscht, ist mir wurscht. Ich hab's kurz überlegt, ob ich vielleicht sogar in der kompletten Lösung nachschauen soll. In einer kompletten Lösung einfach im Internet, ob ich da irgendwie einen Schlüssel brauche für den Raum. Aber nee, komm, probieren wir es einfach aus. Ist jetzt wurscht. Wir haben ja Zeit. Ein paar Pfeile verschwenden, ne? Oh. Ja, ein paar Pfeile verschwendet. Aber nur ein paar. Sind nur ein paar. So, dann machen wir den Endhaken ganz viel und genau. So, dann müssen wir jetzt immer hier, wenn wir das Ding hier treffen, switcht praktisch die zwei fahren immer runter und zwei hoch. Oder nee, die fahren nur runter und so was. Tut mir leid. Aber was wir dann für das Problem haben, müssen wir hier so, dass wir dann hier praktisch. Und hier können wir hinbeben, aber dann ist das Ding im Weg und hier, wenn wir uns hier heranziehen, dann fahren wir runter ins Wasser. Deswegen, ja. Pfeil und Bogen, müssen wir wieder draufhauen. Und sinkt das Ganze natürlich wieder. Wir können es dann mit dem Fanghaken hier rüber schießen. Und dann können wir einfach über den Kopf der Statue da steigen. Jo. Und dann müssen wir das natürlich noch wieder machen, weil es jetzt angezogen ist. Ausgefahren ist. Dann wird er auf. Dann dürfen wir wieder hier drauf schießen. Das Ding runter geht, damit ich dann auf den Kopf vom Vieh draufsteigen kann.
Alter, wir einen Bogen ausbauen kann, aber sie drauf schießen kann, damit ich oben nach oben gekommen dann. Und sammel bitte, ich brauch keinen Schlüssel, bitte keinen Schlüssel, bitte keinen Schlüssel, bitte keinen Schlüssel, bitte keinen Schlüssel. Ich brauch keinen Schlüssel, yeah, aber ich bin jetzt amüsiert, ich will nicht campen. Ist jetzt blöd, ich will da hoch, Alter. Alter. Ja, schön. Was? Alter, was war das denn jetzt? Ach, Mist. Alter, ich wollte dies amüsieren, ich wollte einfach nur schauen, die Kamera zentrieren. Und schauen, ob da ich dann Schlüssel brauche. Oh Mann. Gut, nochmal. Leben. So. So, einmal gedrückt. Nicht mehr Z drücken, ganz wichtig. Sonst wird sich hier an. Erstmal hoch. Jetzt habe ich Z drücken. Ja, kommt her, ja. Spinnies. Spinnies, Spinnies, Spinnies. Ein bisschen Herzen kriegen wir hier. Den Schleim. So, ja. Den schießen wir ab. Das hat schon geklappt, okay. Und dann können wir hier von oben. Jo. Och, 20 Rubine, cool. Nehmen wir mit. Ja, nimm. Alter, nimm doch. So, was ist hier in den Krügen drin? Mhm, okay. Alles klar. Das ist Mana. Nehmen wir mit. Oh yeah! Der ungefähr geilste Raum im ganzen Spiel. Wir sehen hier ziemlich mysteriösen Raum. Wir scheinen im Nichts zu sein, wo nur irgendwie alles voller Wasser ist. Ein Ozean voller Wasser. Ein paar Felsen, ein Baum in der Mitte. Und die zwei Eingänge, was natürlich auch von ihr. Komm mal, ne? Ich tue, aber natürlich ist hier eine unsichtbare Barriere, die uns daran hindert, dass wir da vorbeigehen. Natürlich sind wir hier gefangen, ne? Also hier, ihr habt gesehen, der Gitterstäbe ist runtergegangen. Ja, hier die einzige Insel sozusagen, ne? Ja, und hier ist auch irgendwie versperrt. Blöd. Ja, Navi, irgendwas, okay. Aber was haben wir da? Ein Schatten ist auf einmal am Baum.